Das Franzi auf dem Platz in der Skilehrerjacke, das freut mich mega, dich so zu sehen. Sehr, ja? Kommst du mir gut? Ja, extrem. Also wirklich bequemer als der Renkombi, oder nicht? Ja, um einiges. Das kannst du dir vorstellen. Wärmer und bequemer. Aber es ist natürlich gleich cool, jetzt, als ich da noch nicht mehr geparkt bin, dass ich so ein bisschen wieder eine von einem Team sein kann und die Jacke mit Stolz tragen. Okay. Du hast nach deiner Karriere die Skilehrerausbildung gemacht. War das ein Kinderspiel für dich? Nein, also das Kinderspiel nicht. Sicher sind die Sachen, die ich fahren musste, habe ich recht schnell drin gehabt. Aber es ist ja noch der andere Teil, ist zu unterrichten oder jemandem etwas beibringen. Und da muss ich sagen, ist es wirklich hilfreich gewesen, die Ausbildung zu machen. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht gewusst, wie gerade mit jemandem anfangen, der noch gar nicht kann skifahren kann. Ja, ja. Und da hat es mir schon gehört, das ist cool gewesen. Und was hast du für Erinnerungen an diese Zeit, an diese Übungen und so? Nein, das darf man jetzt nicht immer alles erzählen, aber das ist sicher ganz eine coole Zeit. Ja, ja. Ich meine, ich war vorher immer Einzelsportler und habe dann plötzlich an die Kurse gehen, wo eigentlich alle miteinander etwas lernen, ein Ziel vor Augen haben. Und es hat natürlich eine Haufen lustige Momente gehabt, aber es ist auch immer Lehrling. Du bist eigentlich gar nicht so viel als Skilehrerin unterwegs, weil du arbeitest in Bern 100%. Wie ist das? Ja, momentan habe ich halt eben nicht so viel Zeit, um wirklich unterrichten. Ich probiere immer über Weihnachten, Neujahr, ein paar Tage von uns zu helfen, wenn alle mit dem Zeichen sind. Ja, es ist natürlich schon ein schöner Job. Es ist natürlich nicht wie ein Bürojob. Und man hat halt immer die Seite, wo man eigentlich den Leuten etwas bieten kann, was sie sonst vielleicht nicht hat erlebt ohne Skilehrer. Und das Lachen auf ihrem Gesicht ist nachher sehr befriedigend. Ja. Sag, warum sollten die Leute zu uns in die Skischule kommen? Wie viel Zeit haben. Ja, nein, aber ich meine, wenn ich auf Hawaii will gehen lernen und surfen, dann nehme ich auch die Einheimischen schon. Also erstens, oder wir kennen die Orte, die nicht jeder kennt. Wir kennen viele Geschichten über Zermatt, die auch nicht jeder kennt. Und wir haben sicher eine riesige Erfahrung in diesem Bereich. Und wir haben coole Leute, die den Job einfach gerne machen und den Gästen das gerne beibringen. Dass die eigentlich die Leidenschaft nach dem Tisch teilen können. Merci, Franzi. Das Schlusswort überlasse ich dir. Ja, kommt auf Zermatt. Wir haben Schnee, wenn es sonst nie einen Schnee hat. Wir haben gut gelaunte, zufriedene Leute, die eben gerne die Leidenschaft vom Skisport auch näher bringen und eine gute Zeit mit ihnen verbringen. Denkt daran, die Roten, das sind die Heimischen.